Als ich vor einer Stunde am Bremer Hauptbahnhof stand, da hätte ich ja noch in alle Richtungen fahren können. Norden, Süden, Westen, Osten. Doch jetzt stehe ich hier in Oldenburg vor dem Schloss oder Landesmuseum. Was ist das hinter mir? Kennt sich da jemand aus? Den Pulverturm möchte ich ja auch noch einmal zeigen. Den kannte ich bisher überhaupt noch nicht. Ja, und wo sind wir hier? Guckt euch das mal an. Nun bin ich im Schlosspark von Oldenburg. Und was darf hier nicht fehlen? Natürlich eine Brücke, die ich ja immer so sehr liebe und über die ich gleich gehen werde. Nun gehe ich über die Brücke, nun laufe ich darüber weg. Und hier ist nun das Tor zum Paradies. Oder wäre ich fast umgefallen? Tja, diesen Umfaller schneide ich natürlich nicht als Outtake weg, sondern das gehört mit dazu zum Video hier in Oldenburg. Und gleich kommt Howard Carpendale um die Ecke und sagt Hello again. Was sind denn das hier für Blüten? Ich glaube, das gibt's nur hier im Schlosspark von Oldenburg. Und was denkst du, wer auf dieser Bank hier schon gesessen hat? Schau dir das an. Glaubst du, dass das der hier war? Hier kann man es auch ganz gut aushalten. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine Zeit lang hier sitzen bleiben und ein bisschen lesen. Schaut euch doch die Umgebung hier an. Es ist und war wirklich richtig herrlich hier im Park, muss ich sagen. Es reicht, wenn ich bedenke, dass ich vor 2 Stunden überhaupt noch nicht wusste, dass ich nach Oldenburg fahre. Aber man muss den Tag einfach hier mal genießen. Es war heute ein schöner Tag in Oldenburg. Und was das allerbeste war, ich habe mich nicht ein einziges Mal verlaufen, sondern alles sofort gefunden, wo ich hin wollte. Das ist schon was wert für mich.